So, da sind wir und weiter geht es mit Assassin's Creed Odyssey und mit der Quest. Wir sollen wieder zurück die Quest abgeben. Komm her. Gib mal die Quest mal wieder zurück. Aua, voll gegen den Baum. Schon mal den ersten gemacht. Da sind noch zwei andere übrig. Ja. So, steig mal ab. Adlermann, ich kann dir nicht genug danken. Alexios, hast du genug Fleisch gefunden? Es war leicht, euch zu versorgen. Der Wald war großzügig. Der Wald ist großzügig und Artemis lenkte meinen Schuss. Du kennst Artemis? Das wusste ich nicht. Myrto, beruhige dich. Tut mir leid, Pater. Nein, Myrto. Ich kenne die treffsichere Artemis nicht so, wie du denkst. Aber ich weiß, dass sie gütig auf die Jäger blickt. Zoll ihr Respekt und du wirst so gut jagen wie dein Vater. Die wilde Jagd. Okay, dann haben wir die schon abgeschlossen. Es gibt nochmal 20.000 XP. So, es waren noch zwei andere, ne? Die zwei hier. Nächstes das hier. In diese Richtung. So, was ist mit dir hier? Dann, du bist es. Ja, nun, ich bin es. Bist du die Schäferin? Du kennst mich. Du kennst mich so gut. Sag mir, was passiert ist. Ich hütete meine Ziegen als... Oh, es war furchtbar. Wölfe, Blut und Geschrei überall. Ist dir was passiert? Nein, du hast mich beschützt. Ich? Ich trage deinen Boden und bete zu ihm. Du wachst über mich. Nur, ich verlor mein Totem, als ich vor Angst weglief. Ich kann danach suchen. Oh, danke. Ich danke dir. Hab Dank. Danke. Wo fand der Angriff statt? Ich führte meine Herde zum Weiden durch den Wald südlich der Stadt. Ich weiß, dass andere dort des Nachts Wolfsgeheul hörten. Doch ich riskierte es trotzdem. Erzähl mir von diesem Totem. Es ist nur ein einfaches Ding. Ein Adler aus Holz, nicht sehr kunstfertig. Es fängt nicht im Ansatz deinen göttlichen Glanz ein, aber es hielt mich doch bis heute sicher. Ach, nun, ich wünschte, es hätte dich besser beschützt. Nein, ich muss mich entschuldigen, weil ich es verlor. Ich hatte Angst, du wärst wütend. Nein, nein, natürlich nicht. Keine Sorge, ich suche nach deinem Toten. Genau, wir machen das jetzt. Untersuche. Was ist mit Toten geschehen? Das ist die andere Quest. Wir müssen da hoch. Ja, Phobos, der macht das. Zack, na los. Komm, Phobos. Dass er immer so lange braucht zum Anlaufen. Auf geht's. Was? Wolfsspuren. Der Baum muss hier irgendwo sein. Wie viel hat diesen Korb fallen gelassen, als die Wölfe angriffen? Eine Blutspur. Das Rudel rannte hier lang. Ah. Dann ging es da hoch und dann? Eine von Herifilas Ziegen. Oder was von ihr nach dem Angriff der Wölfe übrig ist. Das muss der Bau der Wölfe sein, die Herifilas Herde angriffen. Ich sollte nachsehen. Wie? Wo denn jetzt? Da unten? Schon mal ein paar Wölfe.
Okay. Mach mal so. Das ist der Alpha-Wolf. Ist er wohl gar nicht. Durchsuchen. Durchsuchen. Erstaunlich, dass ein Wolf so etwas bis hierher zieht. Als wäre er getrieben. Als wäre er getrieben. Okay, machen wir das auch. Vor was da oben? Was ist denn da oben? Der ist heute ein bisschen wild. Vor was? Ja, ist ein kleiner Wilder. So, jetzt gehen wir das wieder ab da, vor die kleinen Mini-Quests, ne? Okay, dann gehen wir das wieder ab. Gehen wir zum nächsten. Hallo, reicher Adlermann. Die Priesterin sagte, du hättest die Wölfe im Wald mit dem Feuer des Hephaistos verbrannt. Woher weiß sie das? Sie sieht die Zeichen deiner Abenteuer in den heiligen Flammen. Sie sagte, du hast mein Totem. Das war nur Glück. Ich habe es durch Glück gefunden. Die Wölfe hatten es in ihren Bau verschleppt. Hier, bitteschön. Danke, Adlermann. Würdest du ihn für mich segnen? Du brauchst meinen Segen nicht. Achte nur genau auf deine Umgebung. Und nenn mich Alexios. Vielen Dank, Adler Alexios. Adler Alexios. Okay, von oben herab. Hat das auch gemacht. Warum hast du mich verlassen, Adlermann? Was habe ich getan, um den Olymp zu erzürnen? Wie kann ich es wieder gut machen? Dich verlassen? Wir haben uns noch nie getroffen. Hä? Wen? Ich? Du? Ja, ich. Sag mir, was los ist. Ich wurde von den Göttern verflucht. Sie sprechen zu mir, füllen meinen Kopf mit Visionen und Ängsten. Ich kann nicht arbeiten und mein Korn geht ein. Wieso strafen dich die Götter? Ich weiß nicht, was ich getan habe. Seit ich den Hof meines Vaters übernommen habe, reden die Götter Tag und Nacht auf mich ein. Sie lassen mich nicht schlafen, nicht ruhen. Und der Hof macht so viel Arbeit. Was ist das für ein Fluch? Die Götter flüstern Furchterregendes. Sie sagen, der Himmel wird sich öffnen und die Felder fluten. Dunkle Würmer werden aus dem Boden kommen, um sich an meinem Korn und meinem Fleisch zu laben. Die Erde wird sich öffnen und uns verschlucken. Ich werde mich auf dem Hof umsehen. Vielleicht finde ich heraus, was vor sich geht. Genau. Dank, Adlermann. Du bist einer von ihnen. Auf dich werden sie hören. Vielleicht. Aber erst muss ich wissen, ob es sich wirklich um das Werk der Götter handelt oder nicht doch um eine irdische Gefahr. Genau, umgucken. Das Wasser hier stinkt wie der Styx. Vielleicht sickert die Krankheit in das Wasser. Die scheint mir doch eher ein irdisches Problem zu sein. Kein Zeichen der Götter. Ja. Das Korn stinkt. Könnte die Fäule den Geist beeinflussen? Ich frage mich, ob das Korn im Silo genauso aussieht. Diese Vasen sind den Göttern gewidmet. Wenn Menalka sie zerbrach, könnten die Götter verärgert sein. Demeter und Dionysos könnten sein Korn vergiftet und seinen Geist vernebelt haben. Ja. Was für ein hübscher kleiner Kerl. Die Opfergaben sehen vernachlässigt aus. Das ist keine Art, Demeter oder Zeus zu ehren. Menalkas ist ein armer Mann. Er hält sich für verflucht. Meiner Meinung nach ist das aber völlig abwegig. Warum abwegig? Wolltest du ihn bestrafen, würdest du ihn einfach zerschmettern? Oder einen Adler schicken, der sein Auge auspickt? Du würdest wohl kaum die Ernte verfluchen. Würde ich nicht? Natürlich nicht. Du bist der Adlermann, Pfeil des Apollon, Schild des Ares, Kind des Zeus. Kein Gebieter über die Fäule. Das ist unter deiner Würde. Wodurch werden Menalkas Probleme dann verursacht? Eine Krankheit, die das Korn befällt. Und die macht ihn auch verrückt.
Ich habe alles gesehen. Beeinflussen die Götter Menalkas oder gibt es einen anderen Grund für seine Krankheit? Ich sollte mit ihm sprechen. Adlermann, weißt du, warum die Götter mich verfluchen? Was ist ein irdisches Problem? Du warst hier, glaube ich, genug. Eine Krankheit hat die Wurzeln deiner Pflanzen befallen und vergiftet deinen Geist. Was sollen wir tun? Wie beruhigen wir die Götter? Die Götter haben nichts damit zu tun. Ich stecke das Silo mit deiner Ernte in Brand und vernichte die Fäule, um deinen Geist zu reinigen. Ich hoffe, du hast recht, Adlermann. Das Gebäude hier, ne? Ja. So, jetzt ist alles gut. All die Arbeit geht in Rauch auf. Niemand sagt, es würde leicht werden. Es musste getan werden. Ich gebe zu, ich fühle mich schon besser. Danke für deine Hilfe und Weisung. Das waren alle, die Priesterin Hexione erwähnte. Ich sollte sie aufsuchen. Cool, haben wir das auch gemacht. So, die Priesterin. Wo ist sie denn? Die Priesterin. Volle Stufe, das Bild des Glaubens. Huhn oder Ei? Da ist sie doch. Ach, wunderbarer Adlermann. Alle preisen deinen Namen und deine Taten. Meine Schwestern und ich wollen dir zu Ehren ein großes Fest geben. Du wirst unser Ehrengast sein. Wenn ihr es wünscht. Allerdings gibt es noch eine, die von deiner Zuwendung profitieren könnte. Was? Kai Kippe sorgt sich um ihren Bruder. Er ist ein seltsamer Kerl, der vom Wahnsinn gestreift oder von den Göttern erwählt wurde. Ah, da ist sie auch schon. Sprich mit ihr, beruhige sie und dann feiern wir. Bei den Göttern, du bist es. Ich bin es. Du bist es. Bei den Göttern. Meine Gebete wurden erhört. Sprich mit dem Adlermann, mein Kind. Bist du hier, um mir zu helfen? Nun, ich sehe, was ich tun kann. Ja, natürlich. Es geht um meinen Bruder Kallistratos. Er war schon immer sonderbar. Aber im letzten Jahr haben ihn die Götter, glaube ich, verflucht. Nichts gegen dich. Sprich weiter. Dein Bruder. Der Hof meines Bruders liegt in der Nähe des Dorfes. Er bleibt lieber für sich. Ich habe ihn seit Tagen nicht gesehen, aber als ich vorbeiging, hörte ich furchtbare Geräusche. Ich glaube, es ist etwas passiert, aber ich bin nicht mutig genug, um nachzusehen. Ich sehe für dich nach. Danke. Oh, hab Dank, Adlermann. Du bist zu gütig, zu großzügig, zu freundlich. Auf zu schleimen. Was kannst du mir über deinen Bruder sagen? Kallistratos versucht sich immer an neuen Plänen oder verrückten Ideen. Zuletzt wollte er Hühner züchten, die riesige Eier legen. Jedes Ei ernährt eine Familie, sagte er. Er wollte mit dem Verkauf reich werden. Was ist Kallistratos zugestoßen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat ein Löwe oder ein Wolf den Hof überfallen. Von den Geräuschen lief mir ein Schauer über den Rücken. Was auch immer es ist, du wirst es mit ihm aufnehmen können. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wo ist der Hof deines Bruders? Er hat ein großes Gehöft nordöstlich von hier. Er kümmert sich allerdings nicht sehr gut darum. Immer beschäftigt er sich mit verrückten Plänen. Ich besuche den Hof deines Bruders und sehe nach dem Rechten. Cool, okay. Huhn oder Ei? Da müssen wir zum Hof. Hof liegt im östlichen Teil der Pflanzenmühle, okay. Das sind die Ebenen. Östlichen Teil. Soll denn hier ein Hof sein? Das ist eine Verteidigungsarmee. Das war das Lager.
Die ruft dich im östlichen Teil der Flachsinnebene. Aber hier ist er nicht, hier ist doch Osten. Was? Jetzt einfach dahin reiten. Βαδέ, τούτους τους όλους μαστιγού. Ακαταπαύστος, μαστιγού. Ουε, μην πηγήσεις με τόσο πηγήν. So, wo müssen wir hin? Irgendwie so nach geradeaus rechts. Geh mal aus dem Weg. Wir müssen diesen Hof finden. Ist der hier richtig? Tja, hier ist der Osten von diesem Bereich. Hier ist doch nur Berg. Was, wo soll das denn sein? Das vielleicht hier? Warte, ich markiere das mal. Sonst finde ich das nie. Vielleicht das hier? So, einmal durch den Wald. Tatsache, hier ist irgendwo was. Warte. Da ist der. Wo ist der? Tatsache, das war da, ne? Das war da, wo ich das angenommen habe. Na los. Na los. Oh, die sind gefährlich. Guck mal, die greifen an. Das ist der Hauptboss. Guck mal hier, ein Hahn. Und noch so ein Hahn. Durchsuchen. Okay, was ist mit dir? Und wer genau bist du? Der Söldner, der dir das Leben gerettet hat. Wie wäre ein Danke? Du hättest nicht meine besten Hühner töten müssen. Ich habe dich gerettet, weil deine Schwester gebeten hat. Ich komme wegen Kalypte. Sie war besorgt. Halte deine Zunge im Zaum. Ich komme im Auftrag deiner Schwester. Zeig etwas Respekt. Mach mich nicht wütend. Dann sag ihr, es geht mir gut. Vielleicht könnte ich eine Ziege aus Messera mit einem Löwen kreuzen. Oder mit einer Schlange. Das reichte mir sicher ein Vermögen ein. Okay, haben wir das auch gemacht. Gibt's hier noch was? Irgendwie zu klauen? Nein, es gibt hier rein gar nichts. Okay. Vorwurf findet wieder den Weg nicht. Komm, Vorwurf. Hier ein Waldgebiet, so da, offene Fläche. Chalkippe. Wir reden mit Chalkippe. Chalkippe, dein Bruder ist wirklich anders. Aber er lebt und es geht ihm gut, denke ich. Hab Dank, Adlermann. Ja. Er ist schwierig, doch du hast meine Gebete erhört. Ich werde auf ewig deine treue Dienerin sein. Nun... Die Priesterinnen haben begonnen, ein großes Fest zu deinen Ehren vorzubereiten. Ganz Linu wird dich feiern. Es wird wunderbar. Alexios, es ist furchtbar. Myrto liegt krank da nieder. Bring mich zu ihr. Das
Das Mädchen war begeistert von der Idee, ein Fest für dich auszurichten. Sie rannte herum, war so voller Eifer und dann brach sie plötzlich zusammen. Bitte, Adlermann, kannst du ihr nicht helfen? Hat sie mit so irgendwelche Wunden? Hat jemand etwas gesehen? Hat sie irgendwelche Wunden? Nein, auch keine Insekten oder Schlangenbisse. Doch sie hat Fieber. Was tat Myrto, als sie plötzlich krank wurde? Sie bereitete das Fleisch, das du für das Fest besorgt hast, nach Anleitung der Priesterin zu. Wo ist Priesterin Hexiona jetzt? Ich weiß es nicht. Ich hörte sie nach Hilfe rufen. Sie beruhigte die Angsterfüllten. Dann verschwand sie. Ein seltsames Verhalten. Ich höre mich um. Vielleicht weiß jemand etwas. Und ich werde nach der Priesterin suchen. Krass, voll die Riesenquest, ne? Quest abgeschlossen. Neue Quest, Glaubensfrage. Erkundungsgebiet, reden. Adlermann, was tat ich, das dich erzürnte? Nichts. Ich will nur wissen, ob du gesehen hast, was dem Mädchen Myrto zustieß. Ich sah, dass sie etwas von deinem Festessen stahl. Dann wurde sie krank. Sie probierte es? Ja, verzeih mir. Bitte bestrafe mich nicht. Was? Nein, natürlich nicht. Bitte, ich sagte dir alles, was ich über das Mädchen weiß, das vom Festmahl stahl. Kann man mit mehr Leuten reden? Hier und hier? Grauhaariger, wo finde ich Priesterin Hexiona? Ich muss es wissen. Die Priesterinnen haben einen Rückzugsort. Niemand weiß, wo er ist, denn er verbirgt sich vor dem einfachen Auge. Ich darf nicht mehr sagen, sonst beleidige ich sie oder dich. Diese Frauen sprechen nicht für mich. Sag es mir, oder ich werde wütend. Ja, natürlich. Sie ziehen sich in eine geheime Höhle hinter der Grenze zu Elis zurück. Zeit zu reden. Höhle in Arkadien. Grenze zu Elis. Waldsoron. Okay. Zur Grenze zu Elis. Irgendwas. Vielleicht die zwei Fragezeichen. Nordwestlich, ne? Nordwestlich. Was könnte das sein? Und rede mit dir. Gehen jetzt erstmal dahin und dann reiten wir darüber. So machen wir das. Ich ist hier noch weiter irgendwie. Ja, dann decken wir das auf. Das machen wir jetzt. So, zack. Kabem. Nein, nicht tauchen. Einfach raus. Ich nicht. Möchte nicht tauchen. So, warte mal. Wo waren wir jetzt? So, mal hier mal gucken. Würde ich jetzt tippen. Und auf geht's. Auf geht's. Ja. Warte, hier gehen wir einfach mal rüber. Wir müssen nach links und dann nochmal links. Okay, das ist jetzt die Grenze zu Elis. Ja! Was? Ja!
Vater sagte, ich soll sie beim Bildnis der Artemis in der Zeder treffen. Komm schon. Ist das das? Ja. Das ist es nicht, ne? Das ist einfach nur... Das, ne, wir müssen zum Höhleneingang. Das ist ja hier so ein Lager. Aber wo gibt's denn hier... Und wieso werde ich jetzt wieder gejagt? Guck mal, wir haben das aufgedeckt. Tempel des Apollon. Schatz plündern. Das Rätsel. Wir haben das aufgedeckt. Unentdeckter Ort. Tja, aber nordwestlich. Wo ist denn hier ein Höhleneingang? Ist das jetzt das gemeint? Tja. Höhlen Arcanien. Oder die da oben vielleicht. Das kann auch sein. Gut, gehen wir erstmal dahin. Jetzt fängt es nur an zu regnen. Ich muss mich verdeckt halten. Das ist da nicht mal nordwestlich, ne? Wieso werde ich jetzt wieder so gejagt? Gesucht. Da ist noch so ein Lager. Ist da jetzt so eine Höhle? Ah. Höhle des Jürgen. Ja. In einer Höhle. Das ist doch eine Höhle. Das ist nicht mehr Nordwest, ne? Das ist aber an der Grenze. Höhle von Jürgen. Vielleicht ist sie da drin. Wir gehen einfach mal rein. Tauch mal. Tauchen, tauchen, tauchen. Wieso taucht er nicht? So, jetzt wieder hoch, da durch. So, ein bisschen plündern. Das nehme ich mit. Ja, von mir aus kannst du auch so dahin. Geh einfach raus. Schatz plündern. Nehme ich auch noch mit und hier oben.
Tja, aber wo ist denn hier die Frau? Geht's da irgendwie weiter? Oder sind wir hierher gekommen? Da sind wir her, ne? Tja, aber weiter geht es so nicht. Da. Dann sind wir jetzt woanders raus? Illusionen. Wir haben die Höhle abgeschlossen. Aber die waren nicht hier drin. Ist vielleicht das Gebiet gemeint? Zum nächsten Fragezeichen hier rein. Tja, und decken das Stück für Stück hier alles auf. Ha! Genau, das war hier der Eingang. Und dann gehst du nochmal raus. Diese Höhle war es nicht. Komm, Provost, gehen wir zum nächsten Fragezeichen. Auf geht's. Ja! Mitten auf dem Berg. Das von Atlas. Was wir alles finden hier. Ha! Hallo? Ist nichts zu plündern. Dickes Zähle, ne? Höhle in Arkadien. Das gehört ja schon zu Arkadien. Tja. An der Grenze Elis nordwestlich. Das ist Norden und das ist östlich, das müsste eigentlich hier so sein. Wir sind ja schon nicht mehr in diesem Gebiet. Wir sind ja schon im Berg Phoebus. Das ist so eine Festung. Das ist keine Höhle hier. Sonst ist keine Höhle markiert hier. Keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Wir machen ja eine kurze Pause und es geht gleich direkt weiter. Ich sage danke und bis gleich. Ciao, ciao.